Eine Viertelmillion Menschen sind im Herbst der Solidarität 2018 in Berlin auf die Straße gegangen. Mit der klaren Botschaft: Wir lassen nicht zu, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden. Wir sind für die Unteilbarkeit der sozialen und politischen Menschenrechte. Diese Viertelmillion und noch viele Menschen mehr stehen täglich dafür ein. Sie kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen, für Frauen- und für Kinderrechte, für das Recht auf Gesundheit, für Grund- und Freiheitsrechte und gegen eine Umverteilung von unten nach oben, gegen Sozialabbau und Verarmung und gegen Rassismus. All diese unterschiedlichen Kämpfe führen wir solidarisch gemeinsam. Denn diese Kämpfe gehören zusammen, sie sind für uns unteilbar. Wenn Rechte nicht für alle Menschen gelten, dann sind es Privilegien. Denn alle haben das Recht, Rechte zu haben. Deshalb stehen wir, die Gesellschaft der vielen, unteilbar an der Seite der Menschen in den griechischen Lagern und fordern die sofortige Evakuierung der Lager. Aber genauso die volle Achtung der Menschenrechte in allen Unterkünften, auch in Deutschland. Als nächster spricht Werner Köpp-Kerstin von der Humanistischen Union.